Mit voller Kraft in Richtung Olympia. Thomas Dresen ist heiß auf die Spiele. Seit seinem Sieg auf der Streif gilt er als die deutsche Olympia-Hoffnung. Doch der 24-Jährige kann mit diesem Druck gut umgehen. Also sagen wir mal so, mit der Erwartungshaltung von außen beschäftige ich mich eigentlich überhaupt nicht. Weil letztendlich geht es um mich, um meine Leistung, und das ist ja das, worauf ich mich konzentriere, das, auf meine Leistung, auf meine Performance an jedem Tag. Und dafür hat Thomas Dresen hart trainiert. Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele ist groß, auch wenn er mit keiner konkreten Zielvorgabe nach Korea reist. Ich habe mir noch nie vor einem Rennen wirklich ein Ergebnis zum Ziel gesetzt. Weil ich glaube, wenn man das macht, dann verkopft man sich zu sehr. Sondern für mich ist es wichtig, meine Leistung zu bringen. Weil, wie ich schon davor auch schon gesagt habe, das ist das, was ich beeinflussen kann. Nicht, was die anderen machen, nicht, was das Wetter macht oder sonst was, sondern am Punkt X, wenn ich am Start stehe, muss ich meine Leistung bringen. Und das ist für mich das Wichtigste. Deswegen, Olympia ist natürlich cool, gar keine Frage. Es ist auch wirklich das Nonplusultra, was an Sport geht. Aber letztendlich ist es nichts anderes als ein normales Skirennen. Und das werde ich ja probieren, dass ich das dann so angehe. Nicht nur Thomas Dresen ist ein Medaillenkandidat. Auch Teamkollege Andreas Sander sollte man im Auge behalten. Das weiß auch Skiexpertin Maria Höfel-Riesch. Also die sind wirklich gut in Form und trotzdem würde ich jetzt, also ich im Fernsehen, jetzt denen nicht den ganz großen Druck aufbürden und sagen, die müssen da jetzt eine Medaille gewinnen. Es kann passieren, das wissen sie selber, wenn alles zusammenpasst. Das muss natürlich an so einem Tag X dann einfach auch so sein. Sie gehören mit zum Favoritenkreis auf die Medaillen. Das zum Erweitern, würde ich sagen. Ich meine, wenn man Kitzbühel mal gewonnen hat, dann kann man das auch nicht mehr bestreiten. Und ich traue dem Thomas auch zu, dass er mit der ganzen Situation wirklich cool umgeht. Und genau diesen Eindruck macht Thomas Dresen. Gelassen und locker ab nach Pyeongchang. Mittlerweile ist er schon vor Ort. In der Nacht auf Sonntag steht dann die olympische Abfahrt auf dem Programm.